Hey, da und jetzt mit Tante meinen Video. Heute nicht dort nach dem Teuerberg. Und ich dachte, das funktioniert bei mir noch nicht so wirklich. Aber ich dachte, jetzt heute nochmal die Videos in diesem Tut dann zu drehen. Und ja, da bin ich das. Und dreh. Also heute trainieren nicht mit, doch, oder? Jetzt noch ein Tag haben wir. Oh, ja, die da. Bei mir dient da. Ja, dient da. Aber die da kommt am Erd. Nee, das kommt nicht am Erden. Ach, ja. Aber das ist auf jeden Fall für mich die erste Mittag, wo ich drehe nach dem Steuerert. Und ich habe heute den natürlich dort, ich habe das Auto getrieben. Ich habe das Thema fertig essen. Ich finde, das funktioniert recht gut. Also, ich für meinen Teil, ich bin ja jemand, ich koche viel, wenn ich dann kann. Wenn nicht so kann, dann kocht Mama für mich. Manchmal gibt es McDonald's Essen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Kategorie. Ja. Dort. Und ja, auf jeden Fall das so, dass ich sagen muss, dass ich, wenn ich dann so fertig essen mal der im Laden, dann denke ich mir dann immer, das ist aber günstig. Also so zwischen einem und 5 € für ein Essen. Ja, die Totalate, die kosten meistens 10 Euro. Ich finde die ein bisschen überteuert, aber okay. Da sagt man ja nicht dazu. Ich weiß ja nicht, wie die gemacht werden und deswegen kann ich dann dazu sagen. Aber ich finde dann immer, dass die sehr teuer wirken. Und dann von Toten. Entschuldigung, wartet mal. Hui. Ich habe noch nicht gedacht, dass die dann noch so schnell ausgetöpft werden. Entschuldigt. Ja, von Toten war dann so, dass ich mal überlegt habe und darüber nachgedacht habe, wenn das so billig ist, kann das denn ja wirklich nahrhaft sein? Und dann habe ich mir so weiter überlegt, wenn das nicht nahrhaft ist, dann ist der eigentlich an sich teurer. Weil, wenn man etwas isst, was eine kurze Zeit satt macht, dann isst man eigentlich mehr als nur einmal und das kostet dann mehr. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage mal eine Tüte Maggi-Tuppe ist. Also ich meine jetzt so eine Tüte, vor allem mit der Tuppe. Und dann davon nicht das werden. Also davon das bin und dann sagen wir mal eine Stunde das bin, aber dann eben wieder hungrig werde und dann noch meine Tüten-Tuppe ist. Und dann eben nochmal, dann so über den Tag verteilt. Und sagen wir jetzt mal, ich habe dann da so deckt die Tütendocken gedessen, also ich weiter total. Aber ich wollte einfach, damit ich das habe. Und dann ist es ja so, dass ich, auch wenn die Tupfe sagen, bei den ersten Taufen nur 65 Cent kostet, kostet der beim zweiten Taufen dann, oh, jetzt habe ich ein Problem. 1,30 €. Also nicht 13, sondern 30. Also, ihr wisst doch, 3 und dann 0, 30. Und dann beim nächsten, und dann, wenn man dann das wieder mal 2 nimmt, dann hat man dann 2,60 € und 60. Und wenn die das dann so läppert, dann hat man da irgendwann dann auch viel mehr ausgegeben. Was dann aber, wo ich dann wieder gedacht habe, also wenn man dann zum Beispiel im Laden geht und dann sieht, dass ein Kilo Äpfel ungefähr 1 € kostet und man da nur 1 oder 2 hat, dann ist man eigentlich viel tapfer. Und es kostet einen dann vielleicht in der Erdanschaffung mehr, aber wenn man dann mal weiterrechnet, ist das viel günstiger. Stimmt, Mama? Und wo ich dann auch so, wo ich mir dann auch mal denke, das zweite Ding ist, wenn du einen Apfel isst, der wirft der weg in der Natur. Und das war da nicht das einzige Gefährliche, was dran sein könnte. Das zum Beispiel, dass er gespritzt wurde oder dass er eben Todmittel dran hat, aber den kann man mit dem Tisch dort wegkrudeln, so, oder eben unter den Platter heben, oder eben deine Mutti ditten, Mami hebt mit dem unter Platter. Und ja, dann hat man auch deinen Apfel und dann ist der auch gedünnter und dann weiß man, wo der Herd kommt, nämlich von dem Daumen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei Tütentuppe oder auch bei so Fertigessen oder ganzen Mahlzeiten, da weiß man ja nie, wo der Herd kommt, was ist drin. Was ist alles, was braucht es alles und so weiter. Und trotz Atmen.
Ja, und dann ist es ja auch oft so, dass wenn man die dann eben so isst, die Sachen, dann tut man sich ja Konservierung doch, Farbstoffe und auch ja, Geschmacksverstärker in den Körper rein. Und auch wenn auf den ganzen Tüten immer drin steht, ohne Geschmacksverstärker, da ist trotzdem auch dieses Hefezeug drin. Und Hefezeug ist, wenn man so will, Hefe ist ein Pilz. Stimmt, Mama, Hefe ist ein Pilz. Hefe ist ein Pilz. Ich glaube, Pilz, ja, so Ja. Treibmittel. Ja, und wenn man das überlegt, dass dann Hefe wie Pilz ist oder ein Treibmittel und das ist dann ja doppelt drin, dann isst man theoretisch so ein Hefe noch ein Stück Brot und dann hat man total viel Hefebakterien im Bauch und das ist bestimmt auch nicht so super gesund. Ich möchte nur mal zum Bedenken geben. Da nödelte die daher. ja. Was ich natürlich für mich persönlich auch immer ganz komisch finde, ist so, wenn jemand sich hinstellt und zum Beispiel weiter diese ganzen fertig essen, also wirklich dann so ein ganzes Menü so mit Kartoffelbrei und einer Fleischeinlage und irgendwelche Gemüte. Das finde ich ehrlich gesagt, man isst erst mal so für mich sagen darf, ich finde das gruselig. Weil will ich das wirklich essen, wenn ich nicht weiter drin ist, wenn ich nicht weiter zubereitet wurde, wenn ich nur weiter das theoretisch in die Mikrowelle reinschmeißen muss, wo ich dann auch sagen muss, ich bin ja nicht so der Mikrowellen-Fan, weil das sind immer noch, naja, wie gesagt, mikroskopische Wellen. Und ob die so gesund sind für den Körper, das weiß ich nicht. Und wenn ich, solange ich nicht eine Langzeitstudie dazu gefunden habe, die über mehrere, die sagen, da ist keine bedenkliche Geschichte, solange traue ich der Sache nicht. Meine Uroma hat immer diesen Satz, wenn Sachen, die es im 18. Jahrhundert noch nicht gegeben hat, die braucht auch heute nicht, weil die sind da nicht von der Natur gegeben. Und ja, also ich finde, gut, es gibt Sachen, die das man heutzutage wohl hat, aber so essentechnisch finde ich, hatte da schon recht relativ, wenn man so will. Gab es im 18. Jahrhundert dann Tadetti? Bitte? Gab es im 18. Jahrhundert dann Tadetti? Ja, logisch. Der Deckel darf doch. Also ja, ich zieh durch. Nein, aber ich bin ja auch, also ich bin jemand, ich tue so gut, ich kann auch das, ich dachte, du verzichten. Klar, ich hätte gerne eingelegt, also zum Beispiel Mais oder auch Erbsen oder ich weiß, Knoblauchtee. Die eigentlichen Knoblauchzehen hätte ich sogar noch lieber als die Fritten. Also, weil ich finde Fritte, die haben immer irgendwie so was extrem. Und die eingelegten, die sind dann schon eher so ein bisschen milder. Ja, oder was ich auch mag, ist eingelegte Tomatensatrika. Da hatte ich ja zwar eine Krise, weil der Laden, den ich gewohnt bin, der hat zugemacht. Und ich wusste nicht, ob die noch in dem anderen Alternativladen noch gibt. Aber die gibt da noch. Ja, aber ich bin da jemand, also ich, ja klar, gut, der Täter, da muss ich auch zugeben. Ich taufe Käse in der Tüte. Ertappt. Aber ich weiß auch nicht, also ich habe auch nicht immer die Kraft und Lust, einen Käse am Stück zu nehmen und zu reiben. Und dann sage ich, wenn der vorgerieben ist, gut. Aber zum Beispiel, Leute, was ich auch gerne esse, ist Ketchup. Also wird dann Kraft-Ketchup. Das ist gut. Und ich mag das auch. Und ich versuche dann immer, also so wenig wie möglich zu nehmen für meine Verhältnisse. Also als Kind habe ich zum Beispiel immer Tonflecken genommen. Ich meine, da war wirklich gefühlt, das waren die Spaghetti und dann da unten ein Ketchup drauf. Aber inzwischen bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich ungefähr so viel Ketchup drauf tue. Also ich verbessere mich. Ich denke, ich werde besser. Ich bin optimistisch. Ich bin die Einzige, die optimistisch ist. Wenn ich so drüber nachdenke, nein, das funktioniert nicht. Aber ja. Aber ich versuche so gut, ich kann auch Sachen, die irgendwie zu fertig sind, zu verdichten. Und wenn ich dann doch mal was nehme, was Fertigprodukte sind, dann drücke ich immer drin, was drin ist und überlege, möchte ich das wirklich essen? Und ja. Oft ist es dann so, dass ich dann doch, also, lustige Geschichte. Wollte mit Fruchtsaft bestellen und habe meine Mutter und mein Papa total zurückgemacht damit und habe dreimal gesagt, Leute, ich bestelle den jetzt, ich kaufe den, was ist.
Dann hat meine Mutter gedacht, was ist denn da überhaupt drin? Dann habe ich doch gedacht. Dann bin ich losgegangen und habe den angetaut und habe mir mal durchgelesen, was drin ist. Und da war da irgendwo Natrium, Sulfat, Chlorid, Steuern, irgendwas Ding. Da habe ich mir gedacht, das klingt nicht gesund. Dann habe ich mir die nicht gestellt, hoch das nicht. Also, man hat ja weiß, was das ist und nicht gefährlich ist. Das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich meine, kann ich sagen. Ja, aber das ist so die Sache. Man ist immer nur, also, man isst, was man isst, sagt immer jemand, den ich kenne. Weißt du, Magni, so ein Sprichwort, wie man isst, was man isst, macht, wenn man so nuttet, knödelt überhaupt keinen Sinn. Die da, die durch. Wenn du dich verstehst. Ja. Das ist grenzwertig, finde ich. Ja. Weißt du, dass da ein Wort da dran ist an den Idiot? Ich kann dir irgendwann nochmal ausnehmen. Teufel nochmal die Ideen recyceln. Auf jeden Fall, das ist, was ich da dazu denke. Und ich treibe mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Twitter treiben. Oder eine E-Mail an die Delphi und treten mal als Autoton kommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.